Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infamous. Ja. Jetzt, wie heißt die Mission? Aiden in Ketten. Alden in Ketten. Ihr nervigen Typen. Bin im Gefängnis, Moya. Oh ja. Die Dustmen greifen mit allem an, was sie haben. Und das Evakuierungsteam ist noch 20 Meilen entfernt. Schützen Sie Alden mit allen Mitteln. Oh ja. Karma-Überlastung kann ich wieder einsetzen. Diesmal werde ich sie klug einsetzen. Die Jungs im Blau müssen ein paar von den Knackis in einen sicheren Bereich bringen. Du musst währenddessen diese Mülltüten aufhalten. Aha. Was zur Hölle ist ein Knacki? Ein Gefangener halt. Du weißt schon, ein Knastbruder. So quatscht man hier. Oh, übrigens, die Brücke da oben ist voller Saft. Kleines Geschenk von mir. Wow, danke. Oh ja. Hallo. Ein Angriff! Insassen in Zellblock D bringen! Halt sie uns vom Leib, Cole! Jo. Mhm. Oh Mann. Oh, geschafft. Oh Mann. Pinballers. Na? Alle Knackis sind jetzt im neuen Zellenblock. Das war gute Arbeit. Das war gute Arbeit, Mann. Mist. Sieg, verschwinde hier. Lauf! Die Typen werden dich töten. Hilf lieber den Cops mit auf. Durchbruch in der Hochmauer! Ja, auf die Waffen! Feuer frei! Oh Mann! Strom! Wo ist hier Strom? Hier. Am Orden auf einen Federrahmen geschnallt. Von dem 5000 Watt durch den Arsch. Oh. Ah, den Bastard. Oh, weia, da kommt ein Riesenteil. Darum kümmere ich mich. Stirb! Das sind zu viele.
geschnallt. Oh Mann. Von dem 5000 Mann durch den Arsch gejagt. Geh, tot. War das deine Idee? Nee, der ist dem Wärter eingefallen. Wir mussten auch irgendwie daran hindern, seine Kräfte einzusetzen. Das kann funktionieren. Geh, tot. Na! Ich hasse diese Teile. Ich hasse sie. Am Ort auf einen Federrahmen geschnallt. Von dem 5000 Mann durch den Arsch gejagt. Hat den was noch drauf. War das deine Idee? Nee, der ist dem Wärter eingefallen. Wir mussten auch irgendwie daran hindern, seine Kräfte einzusetzen. Zum Glück kannst du das hier. Der Typ macht nur Ärger. Der ist aber schade, dass ich war gerade etwas leise, denn ich musste mich konzentrieren. Scheiße, Mann. Diese Wildschiffen haben den Strom gekappt. Bring die Generatoren auf dem Dach wieder in Gang, bevor Horden aufwacht. Oh, Mann. Jetzt muss ich nach oben. Oder was? Ah. Aufs Dach. Haha. Fall tief. Wow. Oh Mann. Oh weia. Jump and Run Anlage. Hahaha. Will da hoch. Oh. Das war... Immer weiter nach oben. Jetzt bin ich gefailt. Na. Na, dann so. Was soll das? Kamera. Ah, hier muss ich hin. Na oben. Was soll das? Und hier ist auch schon wieder so ein John-Teil. Wie kommst du eigentlich hier rauf?
Und es laggt. Warum laggt es? Da sind sie wieder. Wir müssen einen Schutzring um Orden bilden. Noch mehr Mülltüten, Mann. Komm schnell wieder runter in den Hof. Jo. Erstmal hole ich mir das. Und der Ton spackt rum. Tonaufnahme von Kessler folgt. Experiment Nummer 34J. Platziere normal großes Rattenmännchen in einem Bleibehälter. Und Strahlenkugel in einem Extraraum neben Testsubjekt. Alle vorherigen Experimente führten zum sofortigen Tod des Subjekts. Schließe den Deckel. Aktiviere die Strahlenkugel. Aha. Strahlenkugel rotiert abwärts. Und halt! Höre, wie Subjekt sich bewegt. Unglaublich! Sie kann fliegen! Verdammt! Schieß! Er schießt sie! Wow! Nochmal! Stirb! Ich muss hier runter. Na? Wow! Hier geht's gleich richtig ab anscheinend. Was soll das? Stirb doch endlich mal! Stirb! Ah, das ist schwierig hier. Hier geht's runter und rüber. Oh oh, da kommen zwei! Nein! Warum zwei? Das Evakuierungsteam ist fast
da. Ankunft in 4 Minuten. Stirb! Geh drauf! Konduit erledigt! Geh kaputt! Ja! Du solltest doch bei Orden bleiben. Na! Jetzt stirbt! Na, das war ganz schön anstrengend. Gegen diese verdammten. Vielleicht war ich etwas zu ruhig, aber ich musste mich konzentrieren. Um die zu erledigen. Oh oh. Könnte es jetzt sein, dass. Als ich drinnen war, war es zu spät. Alles war voller Blut. Die armen Kerle hatten keine Unterstützung. Wäre Sieg auf seinem Posten geblieben, wären sie noch am Leben. Und Alden wäre noch gefangen. Okay. Ob Sieg sich das jemals verzeihen kann? Ich weiß es nicht. In dieser Nacht hörten wir die Schreie aus Tent City. Sie waren von der Macht benebelt und stolz auf ihren Sieg gegen die Cops und gegen mich. Die Strahlenkugel scheint ferner denn je zu sein. Alden weiß, dass wir kommen. Und er ist bereit. Okay. Harter Kampf. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Alden ist weg, Moya. Vergängliche haben ihn rausgeholt und alle Cops im Knast getötet. Das ist inakzeptabel, Cole. Sie hatten ausdrücklich den Befehl, ihn dort zu halten. Was zum Teufel ist passiert? Geben Sie mir nicht die Schuld. Ich habe getan, was ich konnte. Sieg hat's vermasselt. Er sollte bleiben und den Cops helfen. Aber er hat nicht auf mich gehört. Wir müssen ihn ausschließen, Cole. Er ist ein Risiko geworden und wir können uns keine Fehler erlauben. Besonders, wo Alden wieder frei rumläuft. Ich gehe zur nächsten Verteilerstation und reagiere mich an den bösen Buben ab. Genau. Wenn man ein Problem hat, an den bösen Buben, wir bannen sich schon los. So, aber. Dieser Kampf war richtig heftig. Adrenalin pur. Und ich habe praktisch nur mit Raketenwerfer umgeballert. Und ich würde sagen, hier mache ich einen Cut und bis zum nächsten Part.